Also Familie bedeutet für mich einen Hafen, in dem ich zu Hause einlaufen kann, in dem ich mich ja dann auch ein Stück weit geborgen fühle. Das, was die VGH dahingehend auszeichnet, ist wirklich, dass die Familien schon ein großes Angebot vorfinden. Einmal auch mit der VGH-Krippe, die man natürlich auch nutzen kann. Zum anderen aber auch die flexiblen Arbeitszeiten. Und dadurch hat es mir natürlich auch den Einstieg nach der Geburt entsprechend auch wieder erleichtert. Mein Name ist Saskia Wolf, ich bin 40 Jahre alt. Ich bin seit 20 Jahren in der VGH beschäftigt und seit einem halben Jahr Führungskraft im Bereich Pensionskasse, Vertrag und Leistung. Mein Beruf macht mir Spaß, sonst wäre ich, glaube ich, auch nicht diesen Schritt gegangen. Auch zu sagen, ich möchte da weiterkommen und möchte das auch mit der Familie zusammen irgendwie unter einen Hut kriegen. Wenn die Familie der Hafen ist, dann ist die Arbeit irgendwie das Meer. Andere junge Frauen sollten sich mehr zutrauen. Es gibt natürlich Punkte, wo man einen entsprechenden Spagat hinlegen muss, aber wenn man das wirklich will, dann schafft man das auch. Saskia Wolf habe ich an meinem ersten Tag in der VGH kennengelernt. Wir haben gemeinsam die Ausbildung 1995 begonnen und haben eine sehr, sehr schöne gemeinsame Zeit auch während der Ausbildung, vor allen Dingen in der Berufsschule, gehabt. Ich bin Claudia Müller. Ich bin 41 Jahre alt und habe 1995 bei der VGH angefangen. Ich habe meine Ausbildung hier in der VGH gemacht. Schon als kleines Kind habe ich mich sehr für Fußball interessiert. Insgesamt habe ich 6 Jahre in der Frauenfußballnationalmannschaft gespielt. 2-mal sind wir Europameister geworden. Das größte Ereignis, was ich mitmachen durfte, waren die Olympischen Spiele 2000 in Sydney, wo wir die Bronzemedaille gewonnen haben. Wenn es darum geht, irgendwas zu erreichen, Ziele zu erreichen, irgendwas zu gewinnen, da habe ich viel daran gesetzt oder alles dafür gegeben, dass wir auch dieses Spiel gewinnen. Und das kann man natürlich sehr gut mit der Führung heute vergleichen. Also ich habe natürlich auch Ziele, die wir mit der Abteilung erreichen wollen und das entsprechend darauf hinarbeiten. Das kann man sehr gut aufs Berufsleben übertragen. Mir war eigentlich immer sehr wichtig, dass ich aufgrund meiner Fähigkeiten, aufgrund meiner Leistung Führungskraft werde und auch als Führungskraft beurteilt werde und nicht als Frau in Führung. Wenn man Führungskraft wird, hat man am Anfang einige Seminare, wo ich auch da sehr viel für mich rausziehen konnte, was ich umsetzen konnte. Und das hat mir unheimlich viel geholfen. Ich habe immer viel Sport getrieben und es ist mir auch heute noch wichtig, dass ich den Sport und den Beruf verbinden kann. Das passt da sehr gut zusammen, dass man einfach noch sich auch mal auspowern kann. Nicht nur diese Kopfarbeit, sondern auch einfach mal komplett was anderes macht und dabei sich verausgabt. Und das ist einfach ein schönes Gefühl nach wie vor. Musik